Musik dann auch passend dazu. Wir lassen uns heute mal Zeit und schauen uns hier Gemälde an, oder? Warum nicht? Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Nutzung der im zugänglichen Teil der Erdkruste gespeicherten Erdwärme zur Energieerzeugung leistet einen besonders umweltverträglichen Beitrag zur Sicherstellung der heimischen Stromversorgung. Das vorliegende Werk ist Teil eines Bildzykluses, der sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes Carlos widmet. Der Künstler hat sein Gemälde als unterschwellige Parabel auf die Natur des Menschen konzipiert und dessen oftmals nichtssagende Außenhülle wahre Leidenschaft brodelt. Es bedarf eines Monokel-Smileys, das Carlos-Kraftwerk. Gut, ohne Audioguide wäre das ein bisschen weniger hübsch. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung, jetzt habe ich mich ja schon zu viel gelesen, zu dem vorliegenden Kunstwerk. Die Nutzung von Abgasen aus sauerstofffreier Verordnung in Kläranlagen oder Mülldeponien zur Stromerzeugung hat sich zu einer Grundpfeiler der heimischen Energiewirtschaft entwickelt. Das vorliegende Werk ist Teil eines Bildzykluses, der sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Carlos widmet. Neben dem offensichtlichen Aspekt der energiewirtschaftlichen Nachhaltigkeit schwingt zudem ein Wunsch mit, der Nachwelt etwas dauerhaft zu hinterlassen, wenn das Individuum seinen letzten Atemzug auf der Erde getan hat. Lobenswert, lobenswert, lobenswert. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Als Heizkraftwerk macht sich das Carlos-Kraftwerk das Verfahren der thermischen Stromerzeugung zunutze, um den Energiebedarf der Carlos-Region zu decken. Das vorliegende Werk ist Teil eines Bildzyklus, der sich der Entwicklung von und Wirtschaft des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Carlos widmet. Die lodernden Flammen der Brennöfen stehen sinnbildlich für die unstillbare Leidenschaft des menschlichen Lebens. Aha, sehr interessant, faszinierend, begeisternd. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Im Zentrum des Bildes steht mit der Pokéballfabrik das Rückgrat des produzierenden Gewerbes. In Carlos, wo Pokébälle in großer Zahl hergestellt und anschließend in die Region verschifft werden. Das Werk versteht sich als Auftakt zu einem Bilderzyklus, der sich der Entwicklung des Wirtschafts- und Wissenschaftsstandorts Carlos widmet. Verzeihung, da habe ich das in der falschen Reihenfolge geschaut. Zugleich spiegelt sich in der wachsenden Zahl von Pokébällen in diesem Gemälde der Wunsch eines Schöpfers wieder, sich in Freundschaft mit den Pokémon zu verbinden. Die Pokémon-Fabrik. Schön. Ach ja, Bilder überdauern ihre Schöpfer, denn Kunst ist zeitlos. Da sagst du was. Geht's hier noch weiter? Oh Schreck, es geht hier weiter. Ich versuche mit mir die Motive der einzelnen Bilder bis ins kleinste Detail einzuprägen, dass ich damit ein Kanto damit angeben kann. Ich meine natürlich so, dass ich mein Wissen mit den anderen teilen kann. Und ein Fotoapparat mitzunehmen, das war noch nie eine Option. Welch ein Jammer, dabei hatte er sich so darauf gefreut, sich die Bilder hier anzuschauen. Wir sind eigens aus Kanto angereist, um für unsere Abschlussarbeit zu recherchieren. Doch einer unserer Kollegen hat Magenschmerzen und hängt schon seit einer halben Ewigkeit auf dem Klo. Ah, wieder falsch rum angeschaut. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. In einigen Regionen verleihen die Menschen ihrer Dankbarkeit zu besonderen Anlässen wie Geburts- oder Jahrestagen durchaus Ausdruck, dass sie einander aus Grazidia zusammengestellte farbenfrohe Blumensträuße überreichen. Das vorliegende Gemälde schuf der Künstler als rührendes Andenken an seine verstorbene Mutter. Sehr rührend. Das ist doch hübsch. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Dieses Gemälde zollt
freiwilligen Helfern Tribut, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Bookman frei von Entgelt zu säubern und mit Nahrung zu versorgen. Das Kunstwerk stellt somit ein auf die Leinwand gebanntes Loblied auf die einenden Bande zwischen den Pokémon und all jene Menschen dar, denen es durch ihren unermüdlichen Einsatz gelingt, als Vermittler zwischen den Welten zu fungieren. Ich habe noch ein Bild oben, dann geht's runter. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Dieses bewegende Werk lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf ein fliegendes Pokémon, das neben dem Boot eines alten Mannes im Wind segelt. Bei dem Mann handelt es sich um Mr. Buck Brack. Das Wingull hört auf den Namen Pecco. Interessant, dann lernt man neue Sachen dazu. Hier geht es nochmal höher, hier können wir uns nochmal hinsetzen. Sehr schön. Während ich jetzt mal sitze, mal kurz die Frage für die Leute, die jetzt noch hier abgeschaltet haben nach den ganzen Vorlesungen hier. Geht ihr gerne mal ins Museum? Dann könnt ihr mir gerade mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr, was haltet ihr von Museen? Das würde ich mir das, also ich finde, ich persönlich finde ich das, also ich gehe gerne in Museen. Das ist gerade so, also eigentlich in alle Museen ganz gerne, aber so Kunstgalerien, das finde ich auch ganz prickelnd. Also ich habe eigentlich damals nicht so ein Problem. Könnte man meinen, dass manche momentan ein Problem damit haben. Heutzutage. Gehe ich oben heutzutage. Ja, so ungefähr. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Gegenstand dieses Werkes der neuralistischen Schule ist die Ausgrabung eines Fossils durch einen Mann und seine Pokémon-Team in den unterirdischen Gängen der Sinnoh-Region. Dem Gemälde gelingt es auf eindrucksvolle Weise, den Augenblick der Bergungsfreude mit einigen ausdrucksstarken Pinselstrichen festzuhalten und den Betrachter glaubhaft zu vermitteln. Aha, was sagst du dazu? Jeder Versuch, die Schönheit eines Gemäldes in Worte zu fassen, geschieht zulasten der Anmut des Kunstwerkes. Er verspottet das Audioguide. Sowas. Hier wird auch ein von mir gemaltes Bild ausgestellt. Toll, oder? Was, das kleine Mädchen hat hier was aus? Okay, das will ich sehen. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Schauplatz der lebhaften Szenerie dieses Gemäldes ist das Kampfmetro, einer der diversen Austragungsorten für Pokémon-Kämpfe in Einhall. Es handelt sich um das vorerst letzte Werk des bezeichneten Künstlers, der den Reizen seines Steckenpferdes des Pokémon-Kampfes erlegen ist und sich infolgedessen von der Kunstszene verabschiedet hat. Wie traurig. Die Kampfmetro von Einhall. Da sprüht alles nur so von Lebendigkeit. Pokémon Schwarz und Weiß müsste das sein, wenn ich mich täusche. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. In diesem Gemälde liegt eine interessante Geschichte zugrunde. Das heißt nämlich, dass Noctru die Fähigkeit besitze, 7 unterschiedliche Versionen der Zukunft vorherzusehen, die es mischt, um anschließend eine von diesen auszuwählen. Diese Entstehung dieser Geschichte ist wohl dem Umstand zugeschrieben, dass Noctru seine Umgebung selbst in stockfinsterer Nacht noch bestens wahrnehmen kann. Okay. Geht's hier noch weiter? Allerdings. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Das detailverliebte und auf eine haargenaue Abbildung der Wirklichkeit zielende Darstellung der Szenerie nahe Tempera City in der Kalos-Region steht in Konzeption und Umsetzung stellvertretend für den Siegeszug des Realismus in der Malerei, im Besonderen und der Kunst im Allgemeinen.
Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Gegenstand dieses vor rund 80 Jahren geschaffenen Stellvertreters der naturalistischen Strömung ist eine von zahlreichen Burgmann und Bauern bevölkerten friedlichen Landschaft. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Zu der Zeit, als der Magnum Opus Palast errichtet wurde, erschufen die Angehörigen des Hofadels auf ihren ausgedehnten Landgütern Glanzlichter auf, im Gebiete der damaligen Baukunst, die den staunenden Besucher und die Zeit, unsere Zeit als steinernen Zeugnis hochherrschaftlicher Selbstdarstellung und Prunksucht in ihren Bann schlagen. Das vorliegende Werk, dessen Schaffenszeitraum sich mit dem Höhezeitpunkt der adeliger Prachtentfaltung deckt, gewährt uns einen eindringlichen Einblick in jene scheinbar sorgfreie Zeit, in der einzig das Streben nach Schönheit dem menschlichen Leben zu Sinn zu geben schien. Das ist langsam zu viel. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Dieser Entwurf stammt von einem auf dem Gebiet der Malerei, Baukunst und Technik bewanderten schöpferischen Geiste, auf denen das oftmals allzu leichtfertige Verwendung findende Attribut eines Universalgelehrten geradezu zugeschnitten zu sein scheint. Den Bauherren der Windmühle in Frescora diente der Entwurf im Übrigen als Blaupause. Wir ziehen durch. Auf dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Von diesem Gemälde heißt es, der ehemalige Herrscher habe den Künstler angewiesen, ihm das mysteriöse Pokémon Mio zur Seite zu stellen, um seiner Macht noch bildgewaltigeren Ausdruck zu verleihen und seinen Ruhm im ganzen Reich zu mehren. Digga! Wow, einfach klasse, mehr kann ich nicht sagen. Wow. Und das letzte Gemälde hier auf der oberen Ebene. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Zentrum dieses Werkes aus der Hand eines Meisters der romantischen Schule sehen wir einen Ritter in strahlender Rüstung, der in Begleitung seines treuen Gefährten Golgantes die Lande durchstreift und beachtet die explizite Wiedergabe einzelner Details, wie etwa das schmerzverzerrte Gesicht unseres Ritters, aus dem sich die Entbehrungen und Qualen seiner jahrelangen zeitlosen Wanderschaften aus vortrefflichste ablesen lassen. Und hier, was haben wir hier? Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Dieses Wandstück wird in Bälde ein Historiengemälde zieren, sich thematisch mit Carlos glorreiche Vergangenheit befasst. Aha, hier kommt wohl noch was. Das Wandstück ist noch recht kahl. Hier kommt bald etwas. Ah, hier waren wir schon. Haben wir schon gesehen. Ich bin die Kuratorin dieses Museums. Ich organisiere Ausstellungen und kümmere mich um die Akquise unserer Kunstwerke. Findest du nicht, dass auch Akquise klingt? Findest du nicht auch Akquise klingt ein bisschen wie der Name des Pokémon? Nicht wirklich. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk. Bei der Kampfzone handelt es sich um eine im Kampfareal der Sinnoh-Region befindliche Einrichtung, die ganz in Leidenschaft für Pokémon-Kämpfer gewidmet ist. Mit Kampfpalais, Kampfsaal, Kampfarkaden, Kampffabrik und Duellturm öffnen insgesamt 5 verschiedene Einrichtungen ihre Pforten für kampfbegeisterte Terrainer. Tja, die zweite Generation. Wie schön. Doch nicht vor all den Leuten. Leute, ein bisschen Kultur tanken hier. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zu dem vorliegenden Kunstwerk.
In dieser Region ranken sich viele Legenden und Folklore um die Pokémon. Ein kurzes Audioguide hier bei dem. Aus dem Audioguide ertönt eine Erläuterung zum vorliegenden Kunstwerk. Verschiedene Pokémon und Menschen kommen in dieser Region zusammen. Wie ein Schmelztiegel macht sie aus allen eins. Daher ist der Name auch Einal. Es ist doch hier die große Stadt von Einal hinter der Brücke dort. Da kommt erstmal der Wald und dann die Brücke und dann. Ja, Pokémon Weiß haben wir ein bisschen gespielt, bis zur Top 4. Weiter kam ich dann nicht. Da haben wir es hier durchgespielt. Hier die. Na, das Spiel noch nicht, aber das Museum haben wir durchgespielt. Kurz vor Schnaufpause hier, nachdem wir hier die ganze Kunstgalerie mit dem Audio jetzt durchgehört haben. Ich habe ja volle Pulle durchgezogen. Hat sich hier wohl das Eintrittsgeld bezahlt. Na, es gab kein Eintrittsgeld, es gab Audio-Guide-Geld. Kluge Investition. Leider muss ich dich bitten, den Audio-Guide zurückzugeben, wenn du uns verlassen willst. Möchtest du tatsächlich gehen? Ja, ich habe schon alles gesehen und gehört und gelesen. Vielen Dank für den Besuch. Na dann. Waren wir heute mal im Museum. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt gedauert hat, wie lange ich jetzt hier das hinausgezögert habe, aber ja gut. Das musste jetzt mal sein. Ein bisschen shoppen gehen müssen wir auch noch. Aber hier erstmal, hier gibt es ein Eis oder was? Sieht nach einer Eisdiele aus. Sieht mir hart nach einer Eisdiele aus. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Unsere Limonade-Galetten sind restlos ausverkauft. Das stimmt mich traurig. Okay, Herbstallee scheinbar. Das Ding hier. Was haben wir hier? Aha, ein Restaurant. Willkommen im Restaurant Chi Norm. Hier erwarten dich 2 Sterne, Essen und Service. Dürfen wir dich als Gast begrüßen? Ein andermal vielleicht. Aus manchen Establishments, aus manchen hier. Hier sind wir wieder zurück. An dem Punkt. In manchen Orten hier wird man gleich rausgeschmissen, weil das 5-Sterne-Restaurant ist und man erst als Champ wieder reinkommen soll. Sommerallee. Suche ich nach was Bestimmtem. Hier ist noch ein Café. Hier, das ist das Schöne an diesem Spiel. Man kann halt hier wirklich durch alle Seiten gassen hier. Da steht ein Trainer drin. Sackgasse. Man kann hier auch in dunkle Seitengassen geraten. Kann mit Trainern kämpfen in den so dunklen Seitengassen. Ja, ist eine richtig große. Illumina City ist eine richtig große, prunkvolle Stadt hier. Kann man vom Zentralplaza kommt man nochmal überall hin, aber ja. Frühlingsallee. Allee. Herzlich willkommen. Du bist aber nicht sehr stylisch. Verzeihung, aber ich kann dir leider keinen Zutritt gewähren. Komm doch bitte wieder, wenn du etwas mehr Erfahrung in der City gesammelt hast. Genau das meinte ich. Ich glaube, da muss man erst als Champ wiederkommen. Oder muss man da irgendwie in anderen Nähe noch einkaufen gehen? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird man da aus manchen Gebäuden wird man erstmal rausgeschmissen. Da muss man erstmal noch andere. Ich glaube, man muss einfach nur andere Gebiete erkunden der Stadt. So wären wir hier am Kanal. Am Kanal entlang. Aha. Scheint wirklich so eine Art Kanal zu sein. Nordring. Und was haben wir hier? Ein Bahnhof. Das ist wirklich ein Bahnhof. Da können wir wahrscheinlich jetzt noch nicht mitfahren. Die TMV ist unvorstellbar schnell und äußerst wackelig. Aha. Das ist ein Fahrkartenscanner, das TMV. Einstieg nur mit gültiger Fahrkarte. Ausnahmen werden keine gemacht. Okay, das ist der TMV-Zug, mit dem wir noch nicht fahren können. Wahrscheinlich später noch.
meine mich daran zu erinnern, dass das noch eine Rolle spielt nach der Pokémon-Liga. Dass wir da noch irgendwo mit hinfahren können. Von diesem Bahnhof aus hier. Da müssen wir hier Cafés besuchen, bevor wir uns... Das gab es ja auch, dass man erst in bestimmte Orte rein kann, bevor man nicht fünf Cafés besorgt hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir das schon mal hatten in diesem Let's Play. Dass wir irgendwo nicht reinkommen, weil dies und das noch nicht erkundet haben. Waren wir da gerade schon drin oder? Drei Sterne. Das ist das Drei Sterne Restaurant. Sehr gut, wir steigern uns. In der Winterallee. Jetzt können wir das ganze Illumina erkunden, aber wir können auch nicht überall rein. Da müssen wir jetzt erstmal Vorlieb nehmen mit dem, was sich uns anbietet. Bis der zweite Stern da, wo wir schon drin waren, oder was? Shenorm, ja genau, da waren wir schon drin. Allerdings. Es kommt mir bekannt vor. Notrink. Kann das sein, dass wir von hier aus reinkamen und in Richtung Illumina City Leuchtturm gelaufen sind? Das Miki hat sich am Boden gemütlich gemacht und hält ein Nickerchen. Aha, mit dem Taxi fahren kann man ja auch noch. Okay. Ich schaue mich gerade nach einem Klamotten-Shopping-Laden um, wenn wir den Charakter mal ein neues Outfit kaufen können. Es kann nicht sein, dass ich da jetzt in die Illumina bin und jetzt mal und mir keine neuen Sachen kaufen kann. Das wäre ja jetzt skandalös. Wenn wir schon mal ganz Illumina jetzt erkunden können, ich glaube, hier waren wir auch schon. Fahren wir hier im Kreis. Taxi! Gut, ist ein Null. Oh, das ist ein Nullsternladen. Achso, das, ja genau, gegenüber stimmt, das war das. Jetzt bin ich schon zum dritten Mal da reingerannt. Irgendwann können wir da einkaufen. Können wir ganz tolle Sachen uns leisten. Gut, auf dem Zentralplaza hier vor dem großen Turm, von dem Illumina-Turm. Der heißt anders. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Mache hier gerade eine kleine Aufnahmepause, die ich dringend nötig habe. Ich weiß nicht, wie viele Parts das jetzt schon geworden sind. Ich war lange in dem Museum drin. So, na dann. Dürfte ich nach oben, sollte sich gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Nächste Aufnahme. Bis dahin, haut rein.